In einer weit, weit entfernten Galaxie, wo alle Lebensformen von den Sith beherrscht wurden, kam es dazu, dass auch der Planet Inclusion von den Sith bedroht wurde. Wo sind wir hier? Wir sind auf dem Planet Inclusion. Gibt es hier Lebewesen? Ja, hier gibt es viele Lebensformen. Das werden wir in Augenschein nehmen. Und was uns nicht gefällt, das vernichten wir. Was schauen wir uns zuerst an? Zuerst werden wir das Volk der Fußballer in Augenschein nehmen. So, Jungs, dann kommt mal bitte zu mir. Zurück in die Hälfte, Mike, bitte. Komm, was werden, komm. Oh, das wird gefährlich! Das war das hier! Oh, das ist hier! Oh, Dominik hat vorhin jetzt! Dominik! Was macht denn das Volk mit den kleinen Menschen da? Ja, die nutzen anscheinend auch Bälle, aber ganz viele verschiedene. Und damit auch noch in der Laufen. Dann habt ihr einen Ball und Rutsch. Wen sehen wir als nächstes? Als nächstes werden wir uns das Volk der Voltigierer ansehen. Da scheinen mehrere Lebensformen aufeinander zu treffen und gemeinsam etwas zu machen. Was machen die hier? Ja, die scheinen im Dunkeln zu tanzen. Das müssen wir uns mal anschauen. Ja, anscheinend ist da vorne noch ein Volk, das sich Sprayer nennt. Die machen Graffiti. Ja, oder? Mhm.
waren jetzt aber ganz anders. Ganz genau. Die machen keinen Sport, sondern die nennen das Kunst. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Genau, mir auch nicht. Und das ist ein Grund, sie zu exkludieren. Los, komm! Was soll das werden? Wir haben uns das lang genug angesehen. Die alle werden wir exkludieren. Und warum das denn? Ganz einfach, weil die anders sind. Genau, das ist auch gut so. Denn wir leben hier in Vielfalt und haben uns auch nur deshalb so weit entwickeln können. Dann werden wir wohl kämpfen müssen. Warum müsst ihr immer kämpfen? Ja, wahrscheinlich, weil mir die Vielfalt große Angst macht. Aber gerade an der Vielfalt können wir alle wachsen und lernen. Kommt, macht mit und lernt. Und die beiden Sis blieben auf dem Planeten Inklusion und wollten nie mehr zurück. Hallo zusammen, das ist super hier oben. Tabalingo-Ferienprojekte, für die bereits seit Jahren Inklusion selbstverständlich ist.